Ja, schönen guten Tag, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Statement in der Sitzungswoche Dienstag vor der Fraktionssitzung, heute mit Sarah Wagenknecht. Bitte. Ja, ich begrüße Sie natürlich auch sehr herzlich und auch heute in der Fraktion werden wir natürlich noch einmal über unser Berliner Wahlergebnis sprechen, über das wir uns alle sehr gefreut haben und das auch zeigt, dass mit einem rebellischen, angriffslustigen Wahlkampf eben tatsächlich auch gute Ergebnisse zu erreichen sind und wir jetzt doch sehr selbstbewusst und auf Augenhöhe in die Verhandlungen gehen können und natürlich sicherlich auch von den Projekten, die wir unseren Wählerinnen und Wählern im Berliner Wahlkampf versprochen haben, auch eine ganze Reihe von Dingen auch umsetzen werden. Klaus Lederer hat ja noch mal sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es die Linke selbstverständlich nicht zum Nulltarif gibt, sondern wir sind gewählt worden dafür, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass man in dieser Stadt wohnen kann, ohne ständig Angst vor steigenden Mieten zu haben, dass sich die Situation in Schulen, Bürgerämtern verändern muss, der Nahverkehr erschwinglich werden muss, gerade auch für Menschen, die wenig Geld haben und über solche Dinge wird dann natürlich auch in Berlin zu sprechen sein. Ansonsten haben natürlich die Berliner Wahlen noch einmal etwas gezeigt und auch bestätigt, dass wir bei anderen Wahlen schon erlebt haben, die Parteien, die sich lange Jahre in diesem Land Volksparteien nannten, haben selbst zusammen nicht mal mehr so viele Stimmen, dass sie miteinander koalieren und eine Mehrheit zusammenbringen können. Nun kann man das mit Gehässigkeit betrachten, man kann es mit Bedauern betrachten. Ich finde wichtiger, über Ursachen zu reden. Und natürlich ist es so, dass wenn Parteien über viele Jahre quasi Politik gegen die eigenen Wähler machen und gegen die Mehrheit der Bevölkerung, dass es dann eben auch immer schwieriger wird mit dem Status als Volkspartei. Weil warum sollen die Menschen Parteien wählen, von denen sie sich nicht repräsentiert fühlen? Und wenn wir in Deutschland eine Situation haben, wo zwar seit 15 Jahren wechselnde Koalitionen regieren, aber die Grundausrichtung der Politik ist immer die gleiche, die Ungleichheit wird größer, der Niedriglohnsektor wächst tendenziell. Es gibt ganz viele Menschen, die sich Sorgen machen, die sich sozial unsicher fühlen, die sich aber auch insgesamt unsicher fühlen, weil der Staat sich immer mehr zurückzieht. Dann wenden sie sich von dieser Politik ab. Nun haben wir gesehen, wie Frau Merkel gestern jetzt doch also für ihre Verhältnisse signalisiert hat, also für ihre Verhältnisse sogar relativ deutlich, dass sie offensichtlich was falsch gemacht hat. Aber ich muss sagen, was ich wirklich, was mich dann fast umgehauen hat, waren also ihre frappierenden Lösungsvorschläge. Der erste Lösungsvorschlag war, es wäre ganz schön, die Uhr zurückzudrehen. Das ist natürlich kein besonders überzeugendes Programm für eine Bundeskanzlerin, die sozusagen ihre eigenen Entscheidungen inzwischen offensichtlich kritisch sieht. Was ich mir erwartet hätte, und ich glaube, das ist das, was auch die Bevölkerung erwartet, ist ein Lösungsvorschlag, wie mit den entstandenen Problemen umzugehen ist. Und da muss man natürlich auch sagen, diejenigen von der CSU, die Frau Merkel also da immer versuchen zu kritisieren und Obergrenzendebatten führen, ich habe von ihnen auch noch nicht gehört, wie sie irgendwie mit den realen Problemen umgehen. Und die realen Probleme sind, dass in sehr, sehr vielen Städten und Gemeinden jetzt natürlich Aufgaben zu finanzieren sind, für die keine Budgets da sind und wo nach wie vor die Bundesregierung trotz Überschüssen in Herrn Schäubles Haushalt nicht willens ist, ihnen dabei unter die Arme zu greifen. Ein Problem ist auch, dass der Staat sich eben aus vielen Bereichen zurückgezogen hat, wo jetzt teilweise islamistische und andere Organisationen Terrain besetzen. Das macht Menschen unsicher und das empfinden auch viele als bedrohlich. Aber ein Lösungsvorschlag dazu ist ja jetzt nicht sozusagen, dass die Bundesregierung Obergrenzen beschließt, sondern dass sie sich dieser Frage widmet, wie tatsächlich dort auch wieder öffentliche Aufgaben in öffentlicher Hand wahrgenommen werden können. Und das ist in der Regel eben immer auch ein Finanzproblem, nicht nur, aber eben auch. Nun ist ja nicht nur die CDU eingebrochen, auch die SPD hat ja schon ein historisch schlechtes Wahlergebnis bekommen in Berlin, wobei es bei der SPD ja wirklich verblüffend ist, immer wieder zu beobachten, wie sie eine Wahlniederlage nach der nächsten in einen Sieg umdeuten. Aber auch bei der SPD muss man natürlich sagen, wenn man so, wie sie es in all den Jahren in ihrer Regierungsbeteiligung getan haben, gegen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, gegen Rentnerinnen und Rentner Politik macht, dann ist eben das Ergebnis auch große Enttäuschung.
Und für mich war bezeichnend die Umfrage, wo Sie die AfD-Wähler gefragt haben, warum wählen Sie die AfD? Und das Ergebnis war das gleiche wie vorher bei den Wahlen auch schon. Man wählt die AfD nicht, weil man ihr Programm toll findet, sondern weil man enttäuscht ist von den anderen Parteien. Daraus sollten endlich Schlussfolgerungen gezogen werden. Und deswegen auch zur aktuellen Debatte über Rot-Rot-Grün im Bund, die ja jetzt nach den Berliner Gesprächen und nach der hohen Wahrscheinlichkeit, dass in Berlin Rot-Rot-Grün geben wird, nochmal an Fahrt aufgenommen hat. Da muss man natürlich auch sagen, also Rot-Rot-Grün im Bund mit der Linken kann es nur geben, wenn die Grundrichtung der Politik sich verändert. Also die Linke ist nun wirklich nicht dafür da, jetzt in einem neuen Farbenspiel die gleiche Politik fortzusetzen, die seit Jahren die Menschen enttäuscht. Weil das würde am Ende nicht die AfD schwächen, es würde sie noch wesentlich stärker machen. Und vor allem ist es nicht unser Job, eine Politik gegen die eigenen Wähler zu machen. Und deswegen müsste sich tatsächlich sowohl am Arbeitsmarkt, sowohl bei der Rente, bei der Frage Vermögenssteuer die Politik so bewegen, dass die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Mehrheit endlich mal wieder das Gefühl haben, ihre Interessen werden ernst genommen und nicht nur die Interessen der oberen 10.000, der großen Erben, der großen Vermögensbesitzer oder der großen Unternehmen. Und da ist natürlich nicht sehr ermutigend, was die SPD gestern inszeniert hat, also ich meine den Parteikonvent, über zwei Drittel für das Konzernschutzabkommen CETA. Wer so eine Politik macht und das nachdem am Sonnabend wirklich in ganz vielen Städten in Deutschland hunderttausende Menschen gegen dieses Abkommen demonstriert haben, wer so eine Politik macht, der muss sich dann eben über solche Wahlergebnisse auch nicht mehr wundern, wie die SPD sie einfährt. Unter solchen Bedingungen sehe ich auch in der Bundestagswahl eigentlich nicht wesentlich mehr als 20%. Und das ist natürlich etwas, worüber wir uns als Linke ja nicht freuen können, sondern am Ende finden wir das bedauerlich. Aber es ist eben auch ein klares Signal, wo die Prioritäten von Herrn Gabriel sind. Und sie sind aktuell offensichtlich nicht darin, die Politik sozial zu korrigieren. Sieht man auch an anderen Dingen. Wir haben diese Woche im Bundestag einen Gesetzentwurf von Frau Nahles zu Leiharbeit und Werkverträgen. Dieser Gesetzentwurf ist wirklich auch insoweit erschütternd, weil er die Situation nicht nur nicht verbessert, er verschlechtert sie sogar auch. Also für Werkverträger, für Menschen, die in Werkverträgen arbeiten, wird die Möglichkeit, sich dann in ein festes Arbeitsverhältnis zu klagen, noch mal schlechter gemacht, noch mal deutlich erschwert. Also wieder eine Politik gegen die eigenen Wählerinnen und Wähler. Wir haben in dieser Woche auch im Bundesrat einen Gesetzentwurf der Länder Hessen und Niedersachsen und insoweit ja auch mit SPD, mit grüner Beteiligung zur Reform der Grundsteuer. Und auch hier muss man sagen, so wie das angelegt ist in diesem Gesetzentwurf, ist das ein Gesetzentwurf, der vor allem die Interessen der Spekulanten schützt und die Interessen der Mieterinnen und Mieter deutlich verletzt, indem sie nämlich diejenigen sein werden, die besonders belastet werden, weil das wird ja umgelegt und die Höherbewertung betrifft ja vor allem große Städte, würde zum Beispiel auch Berlin betreffen. Also statt solche Gesetzentwürfe voranzutreiben, sollte die Bundesregierung sich lieber mal daran setzen, eine Mietpreisbremse wirklich auf den Weg zu bringen, die diesen Namen auch verdient, oder beispielsweise eine ordentliche Vermögenssteuer. Das wäre wesentlich besser, als über die Grundsteuer zu versuchen, dort also zusätzliche Einnahmen am Ende zulasten von Mieterinnen und Mietern zu generieren. Ja, das sind eine Reihe von Themen, die natürlich in dieser Sitzungswoche eine Rolle spielen. Was wir noch negativ natürlich auch kommentieren oder was wir auch heute in der Fraktion noch mal diskutieren, ist, dass wir alle doch mit sehr viel Bedauern gesehen haben, wie der Waffenstillstand in Syrien zerbombt offensichtlich von mehreren Seiten. Aber ich finde auch hier, zunächst mal war es ja ein Angriff von US-Truppen auf Anti-IS-Einheiten, wo ich mich schon frage, die Bundeswehr ist dort angeblich, um aufzuklären, die Tornados sind dort, um Daten zu vermitteln. Weshalb wusste man denn nicht, dass das Anti-IS-Einheiten sind, wenn man sagt, das war ein Versehen? Jetzt hat es diese furchtbare Bombardierung von UN-Konvois gegeben, was natürlich überhaupt nicht akzeptabel ist, was wirklich zu verurteilen ist in schlimmster Weise. Und
Position ist ja auch sehr, sehr klar. Es muss endlich einen Friedensprozess geben. Aber das heißt eben auch, es müssen alle Seiten, die dort an diesem Krieg beteiligt sind, die diesen Krieg auch geschürt haben, auch islamistische Gruppen unterstützt haben, die müssen endlich den Willen auch haben, dort Frieden zu erreichen. Und ich finde, da sollte die Bundesregierung auch eine deutlich stärkere Rolle spielen im Druck bezogen auf Waffenstillstand und Frieden und nicht dabei, dass dieser Krieg jetzt weitergeht, weil das ist für die Zivilbevölkerung dort furchtbar und unzumutbar. Und ich finde, das kann man einfach nicht verantworten. Dankeschön, Sarah Wagenknecht. Gibt es Nachfragen Ihrerseits? Bitte. Ich wüsste gerne, soweit ich das richtig gesehen habe, geht es ja nicht nur um die Berlin-Wahl, sondern generell um das ganze Wahljahr, das heute noch mal bewertet werden soll. Können Sie sagen, welche Lehren Sie vielleicht auch aus Berlin ziehen können für die vergangenen Wahlkämpfe, wo Sie nicht so gute Ergebnisse eingefahren haben? Ja, ich denke, zum einen ist es schon so, wir haben in Berlin eine deutlich pfiffigere, intelligentere, auch einfach rebellischere Kampagne gemacht. Also wir haben eben nicht einen Wahlkampf gemacht, wo wir ständig darüber geredet haben, dass wir danach eine Regierung wollen, sondern das ist eine offene Frage gewesen oder ist ja auch eine offene Frage, sondern wir haben unsere Inhalte gesetzt und wir haben vor allem auf soziale Inhalte gesetzt. Wir haben uns nicht sozusagen in einem staatstragenden Gestus ergangen, sondern angriffslustig auch den Senat mit seiner fatalen Politik attackiert. Und ich glaube, dass das, und wir hatten einen jungen, frischen Spitzenkandidaten, den man jetzt auch nicht verantwortlich für vergangene Regierungsbeteiligungen machen konnte. Also das ist schon eine deutlich andere Ausgangslage. Dann ist Berlin natürlich ein anderes Pflaster. Das muss man der Gerechtigkeit halber auch sagen. Eine Hauptstadt, eine Großstadt hat natürlich auch andere Milieus. Und wir müssen uns natürlich auch in Berlin damit beschäftigen, weshalb zum Beispiel in bestimmten Bezirken die AfD besonders stark geworden ist, weshalb wir bestimmte Milieus zwar auch in Berlin besser erreicht haben als beim letzten Mal, aber eben dort die Zugewinne weit niedriger sind als zum Beispiel in bestimmten Innenstadtbezirken. Und das ist schon etwas, ich glaube, dass die Linke alles dafür tun muss, dass sie gerade die Menschen auch wieder gewinnt oder eben auch hält, soweit wir sie als Wähler noch haben, die, sag mal, die arbeitende Mitte bilden, die die Ärmeren bilden, die prekäre Jobs haben, viele, die wirklich auch an einem Überlebenskampf sind, teilweise mit einem Zweitjob dann irgendwie gucken müssen, wie sie ihre Familie über die Runden bringen. Und dass wir auch eine Verantwortung haben, dass diese Menschen sich nicht aus Enttäuschung über die Politik der Parteien, der anderen Parteien am Ende möglicherweise der AfD zuwenden, weil diese Partei wird auf jeden Fall sozial in diesem Land nichts verbessern. Das sieht man, wenn man ihr Programm liest und wenn man das Auftreten ihrer Kandidaten und Kandidatinnen sieht, ist das ja auch eindeutig. Nachfragen noch bitte, ja. Die Grünen fangen ja jetzt schon an mit einem internen Wahlkampf sozusagen, wer Bundestags- oder Spitzenkandidat werden könnte. Wie sieht das denn aus bei der Linken? Soll es eine Doppelspitze geben, einen Kandidaten? Gibt es da schon Vorschläge? Also wir werden das zu gegebener Zeit natürlich dann auch öffentlich machen. Aber ich glaube, so überraschend ist es ja wahrscheinlich nicht, was da an Lösungen in Frage kommt. Frau Schiemann. Ich wollte im Prinzip in die gleiche Richtung gehen. Sie haben jetzt mehrmals von jungen, frischen, rebellischen Gesichtern gesprochen, die dafür gesorgt haben, dass Sie in Berlin gut abgeschnitten haben. Sind Sie ein junges, frisches, rebellisches Gesicht oder wären noch in Ihrer Partei für den Bundestagswahlkampf 2017? Und wie erfreut waren Sie letzte Woche über die erneute Kandidatur von Gregor Gysi? Also zunächst mal halte ich mich jetzt, ich bin sicherlich jetzt nicht mehr die Allerjüngste, aber wahrscheinlich auch noch nicht so kurz vor der Rente. Also so gesehen glaube ich schon, dass die Kategorisierung jetzt nicht völlig an mir vorbeigeht. Ansonsten freuen wir uns alle über die Wiederkandidatur von Gregor Gysi. Das ist ja überhaupt keine Frage. Aber das eine hat mit dem anderen eigentlich wenig zu tun. Also die Frage der Spitzenkandidatur und die Frage des Wiederantritts von Gregor in Treptow-Köpenick, die wir einhellig begrüßen. Das heißt, wie Sie auf keinen Fall als Spitzenkandidat? Also erstens entscheide ich das nicht, aber zweitens habe ich nicht das Gefühl, dass Gregor die Ambition hat, als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl zu gehen. Also es ist mir völlig unbekannt. Ja, dann sehe ich keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich mir noch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.